Ja, kommen Sie rein in die gute Stube. Oh, 11.04 Uhr. Das ist gut. Ach, Mist. Ich muss mal kurz 9 Sekunden warten. Dann kann man mal vorspulen. Ja, aber Keks ist immer so eine Frage, wenn du das quasi mit dem Radio machst, hast du da extra so ein Programm dafür? Weil ich kenne es noch von jemand anders, der hat bei Radio 4 Live mitgemacht. Und dann hast du quasi fast das gleiche Programm gehabt, wie die im Radio haben. Du hast deine Playliste, dann hast du deine Tonspur. Und gerade wenn du, sagen wir mal, 5 Minuten vorproduzieren willst, haben sie so Radio 4 Live. Deine Musik für deine Zuhörer. Naja, so ungefähr so ein. Und das hast du einfach rein switchen können. Also quasi ist eine selbst erstellte Aufnahme. So wie sie es heutzutage machen, eigentlich auch nicht schlecht. So. Ich hab's nur bei, wie heißt sie? Sophia, bitte ins da mitbekommen. Die war auf der FarmCon auch gewesen, also wie gesagt, die macht jetzt eine Zusammenarbeit mit McManus da. Nächste Haltestelle. Freiheit. Lass mal. Halt, die hat vorher Radiomoderatorin gehabt. Und ich fand es eigentlich mal sehr interessant. Ne? Also deswegen gucke ich auch ab und zu morgens immer bei SWR3 da in die Webcam rein, ne? Bei Wibitzki und Zeus. Ach, die zwei Zwatschköpfe. Das Wort Zwetschge und Quatschkopf in einem Quatschkopf. Boah. Schieß mich gleich weg, ey. Und daher kommt nämlich auch dieses Nuscheln. So, Abfahrt. Letzte Runde. Letzte Runde, bevor es dann nämlich auf die Farben dann rausgeht. So. Oh, da stehen es aber alle hier. Nächste Haltestelle. Freiheit. Weil ich bin ehrlich mal gespannt, ob wir für die Achterbahn, wenn wir sie nachher beliefern, ob man dafür was bekommt. Ja, also. Ja. Das wäre halt nicht schlecht. Geld brauchen wir. Geld brauchen wir wirklich. Ach, weil er schon wieder bei mir ist, ja. Sag mal, Keks, aber mal zu einer anderen Frage. Weil ich merke, du hast ja ziemlich gute Erfahrung, was mit Chatspiele zu tun hat. Wenn du jetzt mal so längere Zeit bei mir im Chat so verfolgst, wenn er mal aktiv ist, wenn er nicht so aktiv ist.
Würdest du dir wünschen, mehr, also dass wir ein Chatspiel haben? Weil wie gesagt, du bist ja einer von den VIPs und die frage ich halt immer gerne auch als erstes. Weil Tobi hat ja auch sich schon gewünscht, dass man mal Kanalpunkte-Belohnung hier mit verschiedenen Trucks im Multiplayer machen. Und ja, Tobi, ich habe deinen Wunsch noch im Kopf. Ich habe aber noch ich will noch ein paar schöne Piktogramme für die Bilder machen. Na, du hast ja auch mal gewünscht, dass man das mal so. Einlösen ist, ne? Also dir ist das Latte. Oh. Na komm, Amblis, aber bitte, bitte schalt um. Ich habe gerade zu viel gebabbelt, da warte ich schon auf Grün. Das stimmt auch wieder, das stimmt. Ja, aber ohne. Klar. Ich habe die Haltestelle Bremse noch drin und ich drück voll aufs Gas, ey. Wow. Herr Buspilot, wie wär's, wenn Sie heute einen kleinen mal Feierabend machen würden? So. Nächste Haltestelle, Königswiesen. Jetzt bin ich doch aber mal ein bisschen geflasht. 212 geht echt wirklich da hinten lang. Okay. Na gut, hätte ich zwar zuerst nicht gehofft, aber okay. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen-Buer Nordbahnhof. Na gut, dann machen wir das halt so. Hallo. 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 Aber von meinen Moderatoren ist keiner da, ne? Ja, ist doch klar.
Haltestelle, Delbrinkstraße. Schade, schade. Bekomme bitte Freistufe A. Jawohl, bitte. Hi. Hallo. Einmal Preisstufe A, bitte. Na, ja, schon wieder. Schon wieder. Immer diese Antwort hier, schon wieder. Nächste Haltestelle, Biele. So. Rein damit. Hallo. Moin moin. Moin Schatz. Moin Kaylee. Na, ausgeschlafen? Komm schon vorbei, ich hab noch einen Rest Kaffee. Lessingstraße. Genau. Bisschen voll gelässt. Hallo. Moin moin. So, weitermachen. Tja, Tobi, überhol dich gleich. Bahnübergang. Leih habe ich. Moin, Kelly von Pappnase. Aber zumindest mögt ihr das und das kommt auf der Aufnahme immer gut rüber. Wie gesagt, wenn ich auf YouTube immer mal so die Durchschnittszeit angucke von manchen Videos. Genau, das ist nämlich die KI-Stimme. Das ist nämlich die Stimme, wenn ich dann nämlich LFM fahre. Oder Autorennen trainiere. Dass ihr quasi die über die Kanalpunkte einlösen könnt. Und die Stimme soll lauter sein als das Spiel. Also wenn das Spiel 50% ist, soll das auf jeden Fall bei 70%, dass ich das höre. @Tobi 19783, du bist auch so eine Stimme, LOL. Oh, weißt du, Hexi, du verleitest mich wirklich gerade dabei, so diesen wenigstens nur eine Stimme von VoiceMod zu benutzen. Na egal. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir den Schweizer hören können. Jetzt bin ich wieder schuld. Nein, du bringst mich auf gute Ideen ab und zu.
bringst mich einfach auf gute Ideen. Und manchmal hapert es einfach an der Umsetzung. Aber nur ab und zu. Also wenn ich in Voice, also wir haben ja selber gesagt, Voice Mod ist ja nur begrenzt für Roleplay und für OMSI, ne? Wenn ich mal meckern sollte oder so, ja, warum auch immer, dann könnt ihr das hier quasi unten einstellen, ne? Nächste Haltestelle, Lukaskirche. So. Weil ich habe heute Morgen das Tolle. Ich meine Stimme, Tobi, die ist doch schrecklich. Hoppla. Leider ist es so, dass der Voice Mod ein Plugin für das Stream Deck hat. Ich habe es mir vorhin nochmal versucht runterzuladen, weil es ja vor ein paar Wochen eine neue Version gab. Und ja, es ist immer noch nicht möglich, dass Stream Deck mit diesem Voice Mod kompatibel ist. Warum auch immer. Da willst du dir die Bedienung einfach mal erleichtern, was ist? Und das ärgert mich einfach. Nächste Haltestelle, Lieblinghausstraße. Keksi hat Krümel im Kopf, bei dem, was sie machen will, heute lach. Ja, das wird er mal live erleben. Apropos hier Zeug, der Hassler Friedhof hier rechts ab, ne? Glaube ich dir. Ja. Wir wollen ja später noch ein bisschen Emergency zocken. Das steht ja heute auch noch auf der Liste, ne? Aber das machen wir nur dann, wenn Manu da ist. Nächste Haltestelle. Er hat ja um 15 Uhr Feierabend. Also steht zumindest auf der Liste, ob man es. Wenn es halt nett ist, machen wir es halt am Morgen. Rennt ja keinen Weg. Also für ist ja. War ja eigentlich auch für heute geplant, ne? Nur, dass wir dann wenigstens noch ein paar Aufnahmen im Kasten haben für die nächsten paar Tage, für was OMSI betrifft. Dann passt das. So. Nächste Haltestelle, Egerstraße. Schatz, bin um 14 Uhr weg, hole meine Schwester vom Bahnhof. 14 Uhr. Wieso kamen sie wieder unerwartet? Nächste Haltestelle, Wallstraße. Neddy muss morgen arbeiten. Ah, dann darfst du der Babysitter spielen. Juhu. Naja. Wie, die muss morgen arbeiten? Also bleibst du dann bei deiner Mutter? Aber wie gesagt. Ja.
Ne, muss ich nicht, weil die Kleine nicht dabei ist. Ja, sie bleibt bei meiner Mutter. Alles klar. Na, wenigstens das. Weil, wie gesagt, dann wollt ihr uns ja noch ein schönes Wochenende machen, wenn das Wetter so weiterhin gut ist. Muss ja auch sein. Und ihr habt für uns eine neue Fahrradstrecke gefunden. Die hat mir von meinem Vater gestern noch erklärt. Oh, die wird schön für dich. Die wird schön anstrengend. Anstrengend, aber kurz. Und der Tobi hat mich schon wieder überholt. Das wäre doch mal eine geile Challenge, ne? Glaube ich dir. Das wäre eine geile Challenge, ne? Wenn du versuchst, jemanden zu überholen. Prozentual ein Fahrstil, ob der gut oder schlecht ist. So. Ach, yo, mein Gott, immer drückst du einmal zu viel drauf auf dieses beschissene Gas und machst Kickdown, ey. Mann. Fahrt doch einfach mal ein bisschen gechillter hier. Junge. Ach, Mahlzeit. Hallöchen. Ich glaube, ich brauche Preisstufe A. Glaubst du oder willst du? So. Bobby on Tour, ja. Ach ja, da brauchen wir kein Gas mehr zu geben. Einmal kurz bremsen, der Rest kannst du schön rollen lassen. Macht aber auch nicht jeder. Nächste Haltestelle, Schlossstraße. Oh, ja. Die 2 Minuten Verfrühung, die wir haben, sind genau exakt die 2 Minuten, die ich gleich vorspulen kann. Mit den 30 Sekunden, ja.
So. Guten Tag. Kommen Sie rein. Haben Sie Spaß. Danach kriegen wir grün. Danach dürfen wir fahren. Die ist grün. Ja, die ist grün. Ein paar. Paar. Moin. So, dann wird mir hier so eine Kurzfahrt raus. Die will ich haben, so eine Kurzfahrt. Kurzfahrt. Kannst du laufen, die Kurzfahrt? Deine Haltestelle. Ein kleiner Mecker da wieder. Kennen wir doch. Hab mal. So, ab geht's. Haben wir es gleich geschafft. Nächste Haltestelle. Deswegen weiß ich, wie die Ampel ab und zu bei der Linie ticken. So, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Weil gleich kommt diese Slalom-Linie hier. Ich habe mein Lenkrad ein bisschen zu intensiv eingestellt. Läuft noch auf ACC. Thank you.
Haltestelle. Elisabeth Hospital. Ja. Bitte keine lange Schlange da vorne, weil sonst können wir gleich mal 2 Minuten reingedrückt. So. Immerhin. Er hupt da schon wieder hinter mir, ha? Da ist er wieder, der Blitzmaker. Für Tobi hinten noch ein bisschen Platz. Nächste Haltestelle. Schloss Herten. Nächste Haltestelle, Bahnhof. Wir wollen alle nur aussteigen, ne? So ist brav. Wenn ich komme, hat der andere zu stehen. Aussage gerade, aber egal. Nächste Haltestelle, Kartenmitte. So. Ja, Herten Rathaus, ne? Und zuerst. So, dann haben wir auch dies geschafft. Das ist ja wunderbar. Moin, moin, ja, das stimmt. Ab und zu, wenn man solche altbekannten Wörter addieren, subtrahieren, dividieren, multiplizieren, oh Gott. Naja, ich habe auch schon mal mit dem Beruf, wo ich gelernt habe, auch schon mal Probleme gehabt.
Werkzeug, Zerspannungsmechaniker in Fachrichtung Fräsen. Soll ich mir manchmal sagen, wie das abkürzlich heißt? CNC-Fräser. Aber Hauptsache, Werkzeug, Zerspannungsmechaniker, Fachrichtung Fräsen. Ach Leute, tut mir leid, wenn ich gerade so sage, aber da muss ich ja manchmal einen Spaß draus machen. So, wunderbar, da wird dies auch geschafft. Perfekt.